Wie kann ich etwas manifestieren, was mir aber unmöglich erscheint? Genau darum geht es in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, ich erzähle euch heute einen unglaublichen Manifestier-Hack. Und zwar bleib unbedingt da bis zum Ende des Videos, weil ich dir zuerst erkläre, wie und was Manifestation ist. Und dann im nächsten Schritt erkläre ich dir diesen unglaublichen Hack, der für deinen Verstand sowas von hilfreich ist. Du von mir ein Beispiel, wie ich unbewusst damals diesen Manifestation Hack angewendet habe. Also, Manifestation ist Realität. Diese Realität entsteht in dir, in deiner Vorstellungskraft. Jede Realität, die du lebst, ist jetzt. Wir leben in einem multidimensionalen Universum. Das heißt, alles passiert jetzt. Alles ist jetzt manifestiert. Alles, was du dir nur vorstellen und wünschen kannst, ist jetzt da. Und wie kann ich etwas manifestieren, was mir aber unmöglich erscheint? Genau darum geht es in diesem Video. Und es ist so, so wertvoll, dass du dieses Wissen hast, weil unser Verstand, der hat wahnsinnige Mühe, in Vorstellungen zu gehen, die für unser Human Design unmöglich sind. Aber in diesem Video erzähle ich dir, dass je unmöglicher dein Wunsch ist, desto einfacher ist es, ihn zu manifestieren. Und zwar geht es darum, dass du weißt, wer du wirklich bist. Das ist mal Nummer eins. Ich weiß, dass ich der Master Manifestor, die Master Manifestorin bin. Indem ich Realität akzeptiere, wird sie wahr. Also nochmal, du akzeptierst Realität. Und wenn du eine unmögliche Realität nicht akzeptieren kannst, akzeptierst du sie trotzdem, weil ob es möglich ist oder unmöglich, das ist nur eine Bewertung. Aber in dem Moment, wo du sagst, wie die unmögliche Realität aussehen soll, hast du sie schon akzeptiert als Realität. Du hast sie zwar als unmöglich bewertet, aber das macht nichts, weil Bewertung ist Human Design. Divine Design ist einfach nur die Realität, die du jetzt in deinem Bewusstsein oder deinem Unterbewusstsein, in deiner Vorstellung, nenn es wirklich, wie du es möchtest, hast und ausrufst, die ist schon lange kreiert. Creation is finished, sagt Neville Goddard. Also ist auch jede unmögliche Realität schon da, schon abgeschlossen. Also musst nur du in dieser Realität leben. Aber wenn du sagst, diese Realität ist unmöglich zu leben, hast du trotzdem schon die Verbindung zu dieser unmöglichen Realität hergestellt und sie ist da. Sie ist kreiert. Jetzt fehlt nur noch der zweite Schritt. Diese Realität von dir als unmöglich bewertet ist hier und du bist auf der anderen Seite. So, wie kommst du jetzt in diese unmögliche Realität hinein, wenn du glaubst, sie ist unmöglich? Und jetzt kommt dieser Hack. Also, du rufst eine Realität aus. Du sagst, ich möchte dies und jenes erleben, aber es ist unmöglich.
dass das passiert. Du hast die Realität schon ausgerufen. Sie ist da. Du hast sie quasi aktiviert. Aber dadurch, dass du sagst, sie ist unmöglich, lässt du sie los. Alle Widerstände, dass diese Realität nicht existieren kann, die sind nicht da. Weil du hast ja schon gesagt, sie ist unmöglich. Also kannst du sie nicht abwenden, sondern dadurch, dass du sie unmöglich ausgerufen hast, ist sie in deinem Bewusstsein. Sie ist da. Und das ist so, so fantastisch, weil die Energie eben dann, trotzdem du sie als unmöglich betitelt hast, die Realität, trotzdem du die Realität als unmöglich betitelt hast, ist die Energie schon auf der Realität. Du hast sie beleuchtet. Aber das Wichtige daran ist, du musst sie ausrufen, um sie zu beleuchten. Also musst du klar sagen, ich will, und ich gebe dir nachher das Beispiel dazu, ich will das und ich will das und ich will das und ich will das. Am besten schreibst du es erstmal auf und wirst dir klar darüber, was du eigentlich willst. Und dann rufst du sie aus. Du gehst zu einer Freundin oder zu einem Freund und sagst, ich möchte zwar das und das und das und das und das, aber es ist unmöglich, weil die Umstände erscheinen mir unmöglich. Und damit hast du diese Realität ausgerufen. Zwar hast du gesagt, sie ist unmöglich, deswegen versuchst du auch überhaupt nichts in Bezug auf diese Realität. Aber du hast sie ausgerufen, sie ist da. Und jetzt kann sie zu dir kommen, weil du sie ausgerufen hast, aber gleichzeitig überhaupt keine Neediness, kein Verlangen danach hast. Du bist quasi indifferent, du hast kein großes Bedürfnis, weil du es ja eh schon abgeschrieben hast. Du hast es abgeschrieben, weil du gesagt hast, es ist unmöglich. Aber du hast sie ausgerufen und damit hast du diese Realität für dich aktiviert. Und wenn du jetzt nichts anderes tust, dann wird es wahr, dann wird es manifestiert. Weil das größte Problem bei der Manifestation ist ja meistens, ich will etwas so unbedingt, so, so unbedingt. Und wenn ich es so, so unbedingt will, dass ich anfange, es zu manifestieren, aber gleichzeitig nicht in der Lage bin, es loszulassen, diese Neediness loszulassen, diesen Mangel loszulassen, kommt es schwer, schlecht oder gar nicht. Aber wenn du die Realität, die du haben möchtest, wirklich wahrhaftig, ich meine, das kannst du nicht faken, als unmöglich betitelst, ist sie da. Sie steht da. Es ist völlig egal, sie ist schon aktiviert. Und jetzt passiert Folgendes. Sie passiert. Weil alles, was du sonst, wenn du bewusst manifestierst, etwas, wo du möglich glaubst, ablehnst, durch Schauen in der äußeren Welt, äußere Umstände zu suchen, nach Anzeichen zu suchen, immer wieder zu schauen und dich zu fragen, habe ich es richtig gemacht? Das bleibt weg, weil Manifestation passiert, so wie ich es gesagt habe. Du aktivierst eine Realität, eine Vorstellung und du erlebst sie. Und deswegen reicht es, wenn du sie in deinen Gedanken erlebst. Ob du sie nachher als unmöglich abstempelst oder nicht, hat damit überhaupt nichts zu tun. Aber du hast dich damit auseinandergesetzt. Deswegen ist es wichtig, dass du sie wirklich ausrufst, dass du jemanden davon erzählst. Und es ist so leicht, jemanden davon zu erzählen, weil ich weiß ja, dass es unmöglich ist. Niemand kann mich nachher dran messen, wenn es nicht kommt.
Weil wenn ich jemandem erzähle, ja, das und das manifestiere ich, das ist mein riesengroßer Wunsch, da bin ich jetzt dran, dann weißt du, dass du beobachtet wirst, du beobachtest dich selber und schon kommen genau diese gegenwirkenden Kräfte in Bewegung. Wenn du aber diese Realität für dich als unmöglich einstufst, aber sie trotzdem ausrufst und sagst, diese unmögliche Sache, die möchte ich haben, aber sie ist unmöglich. Aber ich erzähle sie trotzdem. Es ist zwar eine absolute Unmöglichkeit, aber wenn ich es haben wollte, dann müsste es so sein. Und jetzt komme ich zu meinem Beispiel. Ich habe einer Freundin auf ihre Nachfrage hin gesagt, ja, weißt du, warum ich keinen Mann in meinem Leben habe? Weil diesen Mann, diese Sache, so wie ich sie haben will, dass dieser Mann in mein Leben kommt und dass dieser Mann ist, ist unmöglich. Und ich war hundertprozentig überzeugt davon, dass es unmöglich ist. Denn ich wollte, Nummer eins, dass der vor meine Tür kommt. Das habe ich festgelegt. Ich habe gesagt, der kommt zu meiner Tür. Ich habe keine Lust, irgendwie suchen zu gehen, Datings zu suchen, irgendwie Männer zu suchen. Ich habe überhaupt keine Lust, mich da irgendwie reinzugeben und eben das Unmögliche zu versuchen, weil das geht eh nicht. Also wenn ich dann mal jemanden habe in meinem Leben, dann muss der vor meine Tür kommen. Also habe ich zu meiner Freundin gesagt, du siehst, es ist ziemlich unmöglich, dass einer einfach so vor meine Tür kommt und er ist dann derjenige. Dann habe ich ihr gesagt, und außerdem muss er hundertprozentig nicht geimpft sein. Habe ich ihr auch gesagt. Habe gesagt, diese zwei Dinge, dass ein ungeimpfter Mann, der mir gefällt, der gut aussieht, der mich berührt, der für mich den Wow-Effekt liefert, dass der vor meine Tür kommt. Liebe Freundin, das musst du doch verstehen, das ist absolut unmöglich. Und deswegen meine Antwort, warum ich keinen Mann in meinem Leben habe, weil ich es genau so haben will und wenn es nicht so ist, dann möchte ich es nicht haben. Keine zwei Wochen später steht genau dieser Mann vor meiner Tür. Es ist jemand, den ich vor 6 Jahren das letzte Mal gesehen habe, den ich überhaupt niemals in Betracht gezogen habe, dass der mir gefallen könnte, dass der etwas in mir auslösen könnte, dass der mich begeistern könnte. 6 Jahre nicht gedacht, dass der überhaupt existiert, klingelt der an meiner Tür. Und jetzt kann ich dir auch erzählen, wie das für ihn war. Und zwar war das für ihn so, dass der da, wo ich wohne, schon einige Male in den Wochen, bevor er an mich gedacht hat, vorbeigefahren ist, niemals den Impuls hatte, an mich zu denken, geschweige denn mich zu kontaktieren. Und in dieser Zeit, wo ich meiner Freundin genau das erzählt habe, ist er wieder hier vorbeigefahren, wo ich wohne, wollte ganz woanders hin, hat plötzlich den Impuls gehabt, an mich zu denken, mich zu kontaktieren und zu fragen, ob ich noch da wohne nach diesen 6 Jahren in diesem Ort, wo ich wohne. Und hat mir dann geschrieben und er hat gesagt, er hat diesen starken Impuls gehabt. Er musste unbedingt sich bei mir melden und mich fragen, ob ich noch hier bin. Und ich reise ja sehr viel. Ich bin nicht wahnsinnig viel zu Hause, aber ich war zu Hause. Ich hatte auch noch einen Coaching-Call und habe ihm dann geschrieben, ja, ich wäre in einer halben Stunde fertig, wenn er Lust hätte, vorbeizukommen und Hallo zu sagen. In einer halben Stunde wäre ich verfügbar. Und genau so war es. In einer halben Stunde kam er vorbei. Es hat gemacht Bang und wir haben uns die ganze Nacht unterhalten über alles, über meine Arbeit, über seinen Weg und so weiter und so fort, waren auf einer Connection, auf einer Verbindung, die war nicht von dieser Welt.
Und genau dieses Beispiel soll dir dazu dienen, die unmögliche Realität, die du dir aber wünschst, auszurufen. Weil du bist Schöpfer, du kannst jede Realität ausrufen. Du rufst Realitäten aus die ganze Zeit, den ganzen lieben langen Tag lang. Aber meistens rufst du eben Realitäten aus in einer Art und Weise, dass du eben entweder bedürftig bist, es unbedingt haben willst oder den Mangel der gewünschten Realität die ganze Zeit ausrufst. Und das ist dieser große Trick. Wenn du dich wirklich in einem Zustand des Wunsches einer scheinbar für den Verstand unmöglichen Realität befindest, aber trotzdem diese Realität genauso ausrufst, wie du sie haben willst, aber nicht daran klebst, nicht daran nachsuchst, weil das ist ja für dich abgeschlossen. Das heißt, für deinen Verstand ist es abgeschlossen. Er muss nicht suchen, er muss es nicht brauchen. Und dann kann diese Realität mit dir matchen, weil da kein Widerstand dazwischen ist, weil da kein Mangel dazwischen ist, weil da keine Ablehnung dazwischen ist. Also, mein Tipp, denke so unmöglich, denke in den unmöglichsten Wünschen, die du dir aber trotzdem schön vorstellst, weil du sagst, ich möchte das genauso haben. Denk an deine Millionen ohne irgendeine Arbeit zu tun, die du nicht machen möchtest. Denke, dass du Millionär oder Millionärin wirst, ohne dass du dich anstrengen musst. Denke daran, dass alles zu dir kommt, dass es keine logischen Zusammenhänge geben muss, die du dir vorstellen kannst. Es braucht keine Begründungen. Es läuft alles im Hintergrund. Aber für dich ist es nur wichtig, zwei Dinge zu beachten. Die Realität, die du haben willst, auszurufen und zweitens nicht in den Mangel, nicht in die Trennung, nicht in die Abwesenheit, in das Bewusstsein der Abwesenheit einzusteigen. Das ist alles. Und dieser Trick ist, du sagst, es ist eh unmöglich. Aber du rufst sie aus in den schönsten Farben, in den klarsten Kommandos, wie du es haben möchtest. Und dann wird es so sein. Deine Manifestation wird jedes Mal nur verhindert durch all diese Gedanken, Ansichten, die sich aus der Abwesenheit, aus dem Mangel dessen, was du dir wünschst, ergibt. Wenn du sagst, wo ist denn das? Jetzt ist es immer noch nicht da. Warum kommt es denn nicht? Wenn du sagst, es ist eh unmöglich, dann suchst du nicht danach. Und dann macht es diesen unglaublich genialen Match. Diese Geschichte, die ich dir jetzt erzählt habe, ist eine unglaublich spannende Geschichte und sie hat ganz, ganz, ganz viele Kapitel, die ich in den nächsten Videos erzählen werde. Es sind so große Learnings für mich gewesen, für dich, für die Manifestationspraxis zu wissen, wie Manifestation funktioniert, wie ich Manifestation von der Erfüllung wieder in die Nichterfüllung bringe, durch meine Gedanken, durch meine Ansichten und wie ich das Ganze einfach hin und her shiften kann, wie ich Realitäten generiere, lebe und erlebe. Genau das ist es, um was es hier geht in unserem Leben, dass wir uns als Schöpfer erfahren, dass wir uns unsere Schöpferpower gehen und uns nicht davon beirren lassen, wenn die Sachen mal nicht funktionieren. Ich muss diese Energetics dahinter verstehen. Ich muss verstehen, wie ich in den Zustand der Realität, der erfüllten Wunschrealität eintrete, ohne sie gleichzeitig wieder zu vereiteln. In diesem Sinne,
schaue dir dieses Video nochmal an. Da ist so viel Input drin. Und hinterlasse deine Kommentare, gib mir ein Like, teile dieses Video, weil vor allem dieses Teaching, was ich dir jetzt gegeben habe, das ist geniales, wenn du Unmögliches manifestieren willst und dass es sogar leichter ist, als das für dich als möglich eingestufte zu manifestieren. Ich habe dieses Teaching selbst downgeloadet, ich habe es selbst erkannt, ich habe es selbst verstanden. Es hat mir niemand gesagt, es hat mir niemand erklärt und es ist so, so wertvoll. Also wir sehen uns morgen wieder hier auf diesem Kanal. Wir stürzen uns auf 2000 Abonnenten und ich freue mich riesig über das 1:1 Coaching, das ich dann unter allen Abonnenten verlose. Wenn du jetzt schon Hilfe brauchst oder Hilfe möchtest, weil brauchen tut sie ja niemand. Jeder kann sich die Zeit, alle Zeit der Welt nehmen. Aber wenn du es schnell möchtest, wenn du wirklich deine Hindernisse, deine Blockaden, deine sogenannten Denkfehler schnell aus dem Weg räumen möchtest, melde dich bei mir, buche ein 1:1 Coaching oder komme gleich in ein 6-Monats-Programm, wo du von Human Design in Divine Design, in deine absolute göttliche Schöpfer-Power transformierst. Das ist der Weg, es gibt keinen anderen. Bye, bye.